Ja, umfassungsmauer, alles andere ist günstig, ne? Auf 160 haben wir eingestellt, ne? Überall wird's geraged, ne? Wir haben aber zum Glück genug Personal, um das einigermaßen abzufangen alles, ne? Auch hier sind wir langsam aber sicher dabei, alles loszuwerden. Na? Hier liegen, entschuldigt, Zellen genug rum. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, zwölf haben wir noch. Sieben kommen noch weg. Das heißt, wir müssen noch um fünf weiter runtergehen auf 155. Wenn ich nicht komplett spinne, was ja vorkommen kann, ne? Sehr gut. Er wird auch abgerissen. Sehr schön. Da haben wir noch ein wenig Platz. Da können wir dann vielleicht die Büros runterlegen. Vielleicht. Oder hier kommt dann vielleicht die Sicherheitsanlage hin, ne? Gut. Musik geht gleich weiter. Bohrmaschinen. So. Nächsten zwei Zellen weg. Thank you.
Ach was, zwei haben schon die Grundausbildung abgeschlossen. Das ist ja wahnsinnig. Ja, da müssen wir uns noch was überlegen, wenn wir das anders machen, ne? Okay, da sind einige interessiert. Sind jetzt auch einige endlich durchgekommen, auch hier. Allgemeinbildung interessiert sich keiner. Genau, das hätten wir auch gestartet damit. Wenn sich so viele dafür interessieren, ne? Verhaltenstherapie. Platz hätten wir. Lässt sich aber nicht machen. Okay. Grundlagen sind jetzt sehr viele, ne? Habe ich ja nichts dagegen. Wieder schön die Ware weitergebaut. Schauen wir, dass wir die Umfassungsmauer fertig bekommen. Scharfschützen aufstellen können. Ja, da wären genug, die wir uns holen könnten, ne? Vielleicht sollten wir auch umstellen auf hohe Sicherheitsstufe, ne? Also alle. Verfügbar werden genug, wir haben nur keinen Platz, ne, für die. Ich überlege gerade, ob wir hier irgendwie dann hochbauen können mit dem Block hier, dass wir den nach oben verlängern. Müssten wir hier das ab... Ja, hier die Zelle wegreißen, dann könnten wir hier rauf einen Gang basteln. So irgendwie. Was wäre eventuell eine Möglichkeit? Aber nicht so lange das Ganze hier steht, ne? Ah, 10 Zellen hier noch, die wir noch loswerden müssen. Ah, da sind auch wieder welche raus. Das wäre eine Möglichkeit, dass man den nach oben hin vergrößert wäre. Da bringen wir nämlich einiges her. Da müssen wir auch schon die Zäune vorbereiten.
damit das auch so funktioniert, wie ich mir das denke. Wenn wir da eine Wand ziehen würden, hier eine Wand ziehen, könnte man den hinteren Teil hier wegreißen, ne? Ziegelwand. Ich denke, das wäre gar keine so verkehrte Idee. Hier würde die Zellenwand drauf gehen. Hier da könnte man schon einiges aufstocken. Könnte man jetzt hier eine Duschpartie einbauen. Die Frage ist nur, wie kommt man hier in den Generatorraum, ne? So wäre eine Möglichkeit. Ah, es wird noch ein wenig dauern, ne? Und wenn wir zuerst nämlich den Zaun rumbasteln. Ah ja. Die einmal abreißen, damit der raus kann, der Gute, und die da. Die stecken da nämlich gerade ein wenig fest. So, 159. So, 4 Zellen noch im Magentrakt. Alles abreißen. Sollte man vielleicht dann die ganzen Dings auch abreißen, ne? Alles, was dann Leitungen da ist. Aus Prinzip einfach, ne? Würde vermutlich Sinn machen, ne? So. Die reißen wir auch erstmal ab. Sehr schön, viel Spaß beim Abreißen. Ich sehe jetzt wieder einen Haar raus.